Herzlich willkommen zurück in der Disaster Area und zu einer neuen Folge Project Zero Maiden of Blackwater. Mit Yuri haben wir in der letzten Folge endlich das Tor geöffnet. Dieses Tor da vorne, also können es jetzt wahrscheinlich öffnen, um zum Schrein am Wasser zu gelangen, in dem wohl Hisoka sein soll. Oh nein, irgendwas musste sich ja uns noch in den Weg stellen. Nein, lass uns Ruhe. Wir wollen doch eigentlich nur hier abhauen. Ich frage mich, ob ich jetzt eigentlich einfach das Foto schießen könnte und somit dann hier weg kann. Aber ich weiß auch gar nicht, ob das von hier aus überhaupt geht. So, weißt du was, Mädel, du kriegst immer den hier. Boom. Da ist meine Energie zwar weg, aber das ist mir so egal. Ich höre mir so schnell wieder. Naja. Da kriegst du noch einen gedrückt. So. Kommt sie nochmal? Viel hat sie nicht mehr. Genau, komm her, damit ich dich noch schön gut ziehen kann. Komm her rüber, komm. Komm, ja, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Da müsste es gehen. So, komm her. Ach. Muss das sein? Kamera, please. Da kommt direkt die... Nee, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Die wollen wirklich nicht, dass ich gehe, oder? Ja, sei still. Die nervt mich gerade alle ein bisschen, wisst ihr das? So, kriegst du hier einfach noch ein paar gedrückt. Ja. Erwischt. Okay, wo ist sie hin? Irgendwo tief ins Wasser gefallen. Na, da ist sie ja. Nochmal verlangsamen hier. Ah, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ah, der eine Punkt ist gerade so verschwunden. Aber jetzt habe ich hier ganz viele. Boom. Und jetzt verschwindet sie schon wieder. Oh. Wo ist sie? Da irgendwo. Ah, da im Wasser immer noch. Und jetzt ist sie auf einmal hinter mir. Das mag ich ja nicht, wenn es auf einmal hinter einem erscheint. Aber das hier ist echt meine Lieblingslinse. Das macht das Kämpfen so viel einfacher. Ich komme einfach so baff. Kann ich die jetzt anfassen, wenn die sonst auf dem Boden liegen? Kann ich natürlich nicht. Aber vielleicht, wenn ich sie dann schieße. Mhm. Sieht nicht so aus. Jetzt hängt die da irgendwo da drin. Ja, komm her. Danke. Und das müsste es gewesen sein. Gucci, Gucci. So, noch ein paar Bonuspunkte in den Sack hier. So, darf ich jetzt endlich mal ein Bild schießen. Ha, und die HP haben wir auch wieder komplett regeneriert. Registriert. Aha. Auf mit dem Tor. Hä? Nicht funktioniert. Vielleicht nicht richtig gewinkelt. Aha, geht doch. Ha. Erst eine Kamera, die Geister killen kann. Jetzt eine Kamera, die Tore öffnen kann. Sieh mal an. Na dann rinnt das Boot hier. Hisoka ist auf der anderen Seite. Dann setz mir doch mal über. Hoffentlich kriegt das Yuri überhaupt auf die Reihe, so alleine mit dieses Boot zu steuern. So, das ist er wohl. Dieser Schrein am Wasser oder im Wasser. Oder auf dem Wasser, keine Ahnung. Es ist ein Schrein und da ist ganz viel Wasser. Mehr muss man nicht wissen. Schrein am Wasser, jetzt wissen wir es. Sieh dich im Schrein am Wasser um. Tja, stell dir vor, das war auch meine Vorstellung. Und hier liegt direkt erstmal ein Film. 90. 6 Mal, das ist gut.
Habe ich jetzt meinen 7er noch? Ja, natürlich. Na dann, voran, Juri. Du packst das schon irgendwie, hoffe ich. Ist ja alles ziemlich offen. Ah, da liegt was. Noch ein Film. Das ist irgendwie kein gutes Zeichen, wenn hier so viele Filme rumliegen. Dann auch nicht gerade die schwachen. Keine 14er. So. Oh wow, ganz schön weitläufig. Gefällt mir aber eigentlich. Ich mag es nicht, wenn ich so eingeengt bin. Das ist Kämpfen nämlich echt scheiße. Da vorne liegt was. Davon lassen wir uns jetzt erstmal anziehen wie so eine... Oder, aber wir kommen gar nicht dahin. Der Boden ist zertrümmert. Ich komme hier nicht durch. Zwischen den Dielen sind große Lücken. Den Grund des Sees kann ich dennoch nicht sehen. Also ist der Schrein tatsächlich auf dem Wasser. Nicht am Wasser. Der, guck mal, der ist ja fast schon unter Wasser. Gut, dann müssen wir eben hier lang gehen. Ich glaube, so kommen wir auch an das Item. Ach, ganz knapp nicht. War ja klar. Oder, nee, das ist praktisch auf der Lücke. Ach, da ist das. Okay. Ist das ein reines Blut? Ja, ist es. Die Firma dankt. So, gehen wir mal weiter. Was sagt eigentlich meine Schattenwahrnehmung? Gar nichts. Schattenwahrnehmung hat Pause. So, wir könnten jetzt natürlich darüber... Ah, da hinten glitzert was. Okay. Ich spiele jetzt mal Motte. Immer dem leuchtenden Krams hinterher. Oder sagen wir Elster. Elster passt eigentlich noch besser. Und ist meiner Meinung nach wesentlich cooler als eine Motte. Noch ein Film. Erstmal aufmunitionieren. Noch mehr 90 und diesmal sogar 12. Auf der anderen Seite liegt auch was, aber da kommen wir wahrscheinlich nicht rüber. Ne. Ist der Boden wieder total kaputt. Können wir so irgendwie da rüber? Nicht ohne Umwege. Bleiben wir erstmal hier auf der Seite. Sieht so aus, als könnten wir da rein. Gucken wir doch mal, was da ist. Nee, da ist nur eine Lampe. Okay. Nicht, dass da noch was liegt oder so. So, dann gehen wir doch mal tiefer in diesen Schrein rein. Boah, die glitzert und funkelt schon wieder an allen Ecken. Und noch mehr Filme. Leute, ich glaube, da kommt ein richtig großer Kampf. Boah, noch ein Zero. Richtig großer Kampf. Das hier ist Weihwasser. Und ansonsten scheint hier aber nichts zu sein. Nee, nur diese Kammer. Dann müssen wir vielleicht... Ach, da hätten wir... Nee, da ist nur das Boot. Können wir vielleicht darüber? Flur der Rückkehr. Irgendwo muss es ja weitergehen. Na, Tür. Da war's. Wir müssen vielleicht gucken. Ich glaube, hier kamen wir nicht rüber. Richtig? Doch, hier kamen wir rüber. Das ist wahrscheinlich die einzige Stelle, wo wir überhaupt rüberkommen. Da hinten waren wir schon. Also gehen wir mal hier weiter. Genau, da ist die erste Stelle, wo wir nicht durchkamen. Und hier drüben waren wir noch nicht. Wow. Boah, kommt die direkt vor uns raus, ey. Ich dachte eigentlich, die wäre hinter mir. Weg. Weiche von mir. Dummer Dämon. Na, kommst du jetzt her oder was? Ich will eigentlich nicht meine Energie verschwenden. Ich glaube, die werden wir noch brauchen. Ja, genau da will ich dich haben, Mädel.
gerade mit weh, ne? So, noch so eine Runde, dann müsste es eigentlich mit der gewesen sein. Hat sie auch gemerkt. Fand sie nicht cool. So, ich hab dich im Visier, Fräulein. Kommt sie wieder angetänzelt. Nein. War's das? Ich glaub's irgendwie noch nicht. Doch, das war's schon. Bleib hier. Gucci, Gucci. Danke. Gerade noch so die Punkte aus der Luft geschnappt. So sah er gerade aus. Und damit haben wir jetzt richtig schön viel Geisterenergie gesammelt. So, was haben wir hier? Hinter dem beschädigten Zaun ist ein kleiner Schrein unter der Wasseroberfläche. Wir wissen aber weder was für ein Schrein oder wofür der gut ist. Wow, ganz schön weitläufig. Da kommen wir schon mal nicht durch. Was haben wir denn hier für ein Podest? Ah, das ist wahrscheinlich der eigentliche Eingang. Guck ich aber erstmal, ob wir da in diesen Raum da kommen. Aha, was ist denn das? Noch so ein Schrein. Oh, und hier liegt was. Noch mehr Filme. Noch ein Zio. Ich glaube, wir bereiten uns gerade hier irgendwie auf den Final Boss vor oder so. Das Ende des Gangs ist eingestürzt. Ein Großteil der östlichen Hälfte des Gangs scheint angebrochen zu sein. Ha, sieht nicht so aus, jetzt kämen wir hier weiter. Dann müssen wir uns wohl dem großen Tor widmen, was wahrscheinlich der eigentliche Eingang zum Schrein ist. So. Aber vielleicht gucken wir auch erstmal links und rechts so dran vorbei, was da noch so ist. Gegend erforschen ist nicht unbedingt schlecht. Und hier ist das perfekte Beispiel dafür. Ist das ein Spiegelstein? Oh ja, es ist einer. Das ist jetzt schon der dritte. Also mit dem man sowieso anfängt. So, auf der Seite waren wir schon. Dann gucken wir noch gerade hier auf der anderen Seite, ob da noch irgendwas ist. Vielleicht geht es hier sogar weiter. Das kann natürlich sein. Können wir jedenfalls gut vorstellen, dass der Haupteingang eigentlich verschlossen ist und wir deswegen erstmal drum herumlatschen müssen. Nein, das widerlegt unsere Theorie aber. Denn da kommen wir bestimmt nicht weiter und hier ist Weihwasser. Das Ende des Gangs ist eingestürzt. Die östliche Hälfte des Gebäudes scheint komplett eingebrochen zu sein und ein Großteil ist im Wasser versunken. Naja, weniger Raum, wo wir uns verlaufen können, was? Gut, dann kümmern wir uns jetzt um den eigentlichen Schrein. Nette Eingangshalle. Wahnsinnig prächtig beschmückt. So, und das ist wohl der Hauptteil des Gebäudes. Und da steht eine einsame Kiste. Und ich habe irgendwie das Gefühl, als... Das ist doch bestimmt... Guck mal, da stehen so Spiegel in den Ecken. Ich glaube... Es wird heftig. Hisoka, bist du da drin? Ja, da ist sie ja, die Gute. Oh, schnell. Oha. Vision Time. Oh, die Szene kennen wir doch, aber das war mal umgekehrt. Stay away, Yuri. You mustn't be here. Das glaube ich dir sogar noch. I have become a pillar. Na schön. Stay here. You'll be safe.
please. Just go. Wie wär's mit Nein? No, I won't let you do it. Ja, siehst du, eigentlich war es nämlich mal umgekehrt. I'll die with you. You may think that you have no one. That's not true. You're not alone. I'm here with you. Genau, Juri, wir sind doch alle für dich da. Just stay with me. Even if it's just for a while. Just a little longer. Stellt sich natürlich die Frage, wer wirklich was gesagt hat. Ach so, so läuft der Hase, okay. Just stay for a little while. Oh nein. Oh, das ist schlecht. Oh, Lord. Oh, verdammt. So viel zum großen Bossfight. Greift uns jetzt an. Ja. Nimm den und den. Und den kriegst du gratis dazu. Ist das nicht nett? Und ich glaube, da packen wir jetzt wirklich mal eine 90er aus. Wozu haben wir den denn? So, mal gucken, was sie jetzt vorhat. Zu voreilig. Jetzt aber. Also wird es natürlich schwer, die zu treffen, ne? Vielleicht müssen das andere Dings da auch noch treffen. Vielleicht bewirkt das irgendwas. Ich glaube, das hat echt was bewirkt. Kommt's jetzt, oder was? Yep. Uff. Noch ein. Noch ein. Noch ein. Das war ziemlich gut. Und jetzt ist unsere Linse ready. Der nächste Schuss wird also extra wehtun. Schwebt die da noch so ein bisschen rum. Jetzt kommt das wieder. Wir müssen echt versuchen, die alle zu zerstören, die Dinger hier. Und das bewirkt dann nochmal irgendwas Spezielles. Ja, dann machen sie nämlich wieder angreifbar. Und was ist denn das? Wow. Ich habe das Gefühl, wir sollten die zerschießen. Und das war gerade sowieso ein guter Moment dafür. Und Schnappschuss setzen können. Die gelten auch als Ziele für unser Filament. Also ist bestimmt nicht schlecht, wenn wir es kaputt schießen. Ah, hallo. So, wir müssen uns erstmal wieder um diese Zieldinger hier kümmern, so wie es aussieht. So. Eigentlich wäre es doch schlauer, wenn wir dafür den 7er verschießen, oder? So. So, und jetzt können wir den hier wieder nehmen. Ach, Mist. Hallo. Komm her. Komm her, wenn du dich traust. Boom! Und noch ein. Und noch ein. Und noch ein. Noch für noch einen war es leider nicht genug. Boah, wie viele Punkte. Wie viel das gibt, ey. Wie viele Geisterenergien. Jetzt schon wieder 40. Und dabei habe ich gerade alles verschossen, was ich hatte. Kannst du bitte aufhören, so zu lachen? Ich dachte, wir sind Freunde. Freunde am Arsch. Okay, was machst du dafür, Verrenkungen? Moment, ich kann sie anfassen. Bleib hier! Nein! Nein! Lass mich in Ruhe. Darf ich jetzt bitte? Ja. Okay. Nimm den. Und noch einen. Kannst du jetzt wieder anfassen? Versuchen? Ja, kann ich. Gucci, Gucci, Hisoka. Da steht sie wieder. Forgive me. Niemals. Aber
Wer ist da eigentlich jetzt gesprungen? Das konnten wir jetzt gar nicht so gut sehen. Ich glaube ja nicht, dass es Yuri war. Kann ja schlecht sein. Die steht ja schließlich hier, ne? Dann hat Hisoka wohl schon mal jemanden verloren auf diese Weise. That's good then. It's hard to explain. I'm sad that she's gone, of course. But I feel relieved. She's been missing for so long. The worst part was not knowing. Einer von ihren früheren Aufträgen. Und das hat Hisoka wohl psychisch zugesetzt. Kann man ja gut nachvollziehen. Hey, da ist sie ja. I finally found you. Everything's going to be okay. Puh, ich hatte schon Angst, sie wäre jetzt tatsächlich gestorben und da wäre nur noch der Geist übrig geblieben. So. Müssen wir nur wieder zurück zum Laden. Das ist ein weiter Weg. Ja, aber vorher, lass uns erst den Film umstellen. Das stimmt. So, und damit machen wir also diese Tür auf und treten mit Hisoka hinter uns wieder heraus. Und ob wir ohne weiteres Hisoka wieder nach Hause begleiten können, sehen wir in der nächsten Episode von Project Zero. Und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Bis zum nächsten Mal.